Hallo zusammen, weiter geht's bei mir mit den Adventstürchen. Ich habe es versucht, ein bisschen weihnachtlich zu dekorieren, leider passt es nicht ganz aufs Bild. So, also Türchen 4. Da geht's los mit Kreativdepot. Da habe ich hier einmal die Tassen. Die finde ich ja richtig süß. Die habe ich natürlich wieder abgestempelt, ne? So sehen die aus. Sieht richtig toll aus. Dann hatte ich in bei Korike war hier so ein Spruch drin gewesen. Also ein Stempel mit so einem Spruch. Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Weihnachtston, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum. Ja. So, den habe ich aber trotzdem nochmal abgestempelt, weil ich einfach sehen wollte, ob der wirklich so schön aussieht, auch abgestempelt. Und was soll ich euch sagen oder zeigen? Guckt euch das selber an, das Ergebnis. Also es sieht richtig toll aus. Ist richtig schön geworden. Sehr schöner Stempel zu Weihnachten. Und dann habe ich ja von Crafters Companion auch ein Advents. Türchen, da war dieses Mal diese Blume drinne. Ja, diese Blume mit der passenden Stanze wieder. Ich habe den auch abgestempelt, aber nicht ausgestanzt, weil die Tinte noch so frisch ist. Und zwar sieht die so hier aus. Ist wieder schön zum Kolorieren und zum Dekorieren. So, das war Türchen Nummer 4. Dann gibt es Türchen Nummer 5. So, Türchen Nummer 5. Da fangen wir wieder mit Kreativdepot an. Da habe ich einmal so ein Herzchen hier gehabt. Das ist total hübsch, finde ich das. Alles mit Blättern, das seht ihr jetzt abgestempelt. Dann kann man das besser erkennen. Richtig süß sieht das aus. Das gefällt mir total gut. Ja, das war bei Kreativdepot drin. Dann habe ich bei Kulrike. Da habe ich mich richtig drüber gefreut. Und zwar gab es da zwei Zuckerstangen, Stanzen. Da habe ich mich so drüber gefreut, weil ich eigentlich die ganze Zeit Zuckerstangen haben wollte in der Stanzform. Aber entweder gab es sie nicht mehr oder ich habe die vergessen mitzubestellen. Und deswegen habe ich mich super drüber gefreut. Also das war eine richtiges freudiges Ergebnis, Türchen für mich gewesen. So, ich habe das natürlich auch ausgestanzt. Ich habe leider kein Rot, deswegen habe ich das jetzt hier mit Grün mal gemacht. Ne? So kann man das dann machen. Also richtig super. Ich freue mich da total drüber. Ich kann ja mal gerade gucken, wie groß die sind. Ja, knapp 5 cm sind die groß. Also da freue ich mich richtig drüber. So, das war. Ach ja, und dann noch Crafters Companion. Da war diesmal ein Embossing-Folder drin gewesen. Der sieht so aus. Ne? Und das habe ich dann auch mal rausgeholt. Das ist diese Struktur. Sieht auch ganz hübsch aus. Das ist auch schön geworden. Lässt sich auch gut durch die Maschine durchkurbeln. So, also das war Türchen Nummer 5. So. Mal kurz auf Seite räumen. Und dann kommt das Nikolaustürchen. Nummer 6. Da haben wir bei Kreativdepot total süß ein Wichtel.
Und den habe ich natürlich auch abgestempelt. Das ist so, da ist mir leider der Stempel kurz, also die Schrift ist nicht sauber abgestempelt. Das bin ich aber schuld. Das hat nichts mit dem Stempel zu tun. Aber total süß. Meine Katze hat wieder irgendein Problem. Ich glaube, das wird hier zum Programm. So, dann habe ich von Ulrike, wo ist denn jetzt das Blatt? Fehlt mir noch was? Fehlt mir Deckblatt. Moment. Ich hatte eigentlich alles rausgeholt, bloß das habe ich jetzt. Ach, da ist es ja. So. Also, da war auch ein Stempel drin. Der süße Fratzier. Der ist ja auch voll süß, ne? Ja. Den habe ich auch abgestempelt, obwohl der ja da drauf ist. Aber hier ist halt immer. Nur mal gerade gucken. Ja, ist aber diesmal die Originalgröße gewesen. Aber der lässt sich auch gut abstempeln. Und dann habe ich als Nikolaustürchen gehabt bei Kraft das Companion. Ja, war ich ein bisschen. Ich habe gedacht, wir haben etwas Besseres zum Nikolaus. Aber naja. Auch wieder ein Blümchen mit da unten. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ein Kürbis oder so. Ja. Kann man sich ja. Oder vielleicht auch eine runde Vase. Kann man sich ja aussuchen oder die Fantasie spielen lassen. So sieht das ausgestempelt aus. So, ja, das waren meine Türchen wieder gewesen. Und also, wenn ich meine Türchen zeige, dann wird es auf jeden Fall zur Abendstunde sein, weil ich muss echt sagen, ich finde einfach, das ist so von mir aus gesehen, finde ich es einfach korrekt, wenn ich dem Designteam von Ulrike und von Kreativdepot natürlich mit ihren Videos den Vortritt gebe. Das wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Deswegen werde ich dann, heute haben wir ja den 6., dann auch abends erst das Video rausbringen. Ja, wollte ich nur mal kurz sagen. So, dann auf jeden Fall bis zu den nächsten Türchen. Tschüss!